Vielleicht kurz einfach vorab. Wir sind vor allem auch eingeladen, weil wir noch ein bisschen jüngeres Semester sind in der Anthro-Szene und das Leben von Steiner ein bisschen jung und frisch über die Bühne bringen sollen. Ich will damit Subtext sagen, es gibt da draußen ganz, ganz viele Menschen, die die Jahreszahlen alle viel besser kennen als wir und die das alles gelesen haben durch und durch und auch ganz viele Bücher geschrieben haben. Also wenn die Fachfragen zu tief gehen, dann sind wir auch nur Laien. Und da gibt es ganz, ganz viele, also wir sind nicht die Steiner Spezies, die man finden kann, sondern wir probieren mal so ein bisschen locker von der Leber zu erzählen, was wir glauben, was interessant sein könnte. Genau, mein erster Aufschlag wird mal probieren, einmal das Leben ganz kurz, grob, das kann schon 5 Minuten, 7 Minuten dauern, dass wir es einmal ganz vor der Seele stehen haben und dann probieren wir eigentlich einzutauchen in verschiedene Phasen und gehen so ein bisschen Lebensthemen nach, aber dass man einmal am Anfang so den groben Wurf vor Augen hat. Und dafür habe ich mal es in 5 Phasen hier gegliedert. Die Anthros gliedern ja alles sehr gerne immer und das ist mein Vorschlag für 5. Und eigentlich ist es lustig, weil wir sind ja hier im Beuys, 100 Jahre gerade, und der hat ja dieses Zitat geprägt, die Mysterien finden am Bahnhof statt. Und das ist ein sehr schöner Einstieg, um Rudolf Steiners Leben anzugucken, weil er tatsächlich geboren ist, 1861, an den Gleisen sozusagen. Sein Vater war Bahnwärter und hat auch einen Telegrafenjob gehabt, also saß in diesem Häuschen, hat telegrafiert und hat seinen Beruf eigentlich und auch das Haus, wo die lebten, meistens an den Schienen gehabt. Die sind dann mehrfach umgezogen, weil der Vater versetzt wurde, und es ging aber eigentlich immer von Bahnhof zu Bahnhof. Also da beginnt ein bisschen die Geschichte, und der Ort, wo das stattfindet, ist im heutigen Kroatien. Damals ist das Österreich-Ungarn, also ein sehr, kulturell sehr durchmischter Raum, wo eben Kroatisches, Ungarisches, Österreichisches so zusammenkommt. Dort beginnt sozusagen die Reise. Und ich habe es mal genannt, diese erste Strecke Bahnhöfe. Und interessant ist, dass er da in ganz einfachen Verhältnissen aufwächst, wirklich Natur eigentlich hat, dörfliche Strukturen, aber eben auch die Technik seines Vaters, die Züge, das Telegrafieren, was noch recht neu damals war. Und so ringen auch, kann man so ein bisschen erleben, in der Kindheit von Rudolf Steiner diese Kräfte miteinander. Also er ist sehr verträumtes Kind, hat so eine Naturhellsichtigkeit, behauptet er zumindest selbst. Also sieht irgendwie noch Dinge, hat Erlebnisse mit verstorbenen Menschen und liebt es auch, diese weiten Wege zur Schule zu laufen. Gleichzeitig hat er aber einen Vater, der eben eigentlich sagt, du sollst auch mal bei der Bahn arbeiten, und deswegen gehst du nicht auf ein Gymnasium, sondern wir suchen eine technische Schule für dich. Also eigentlich will der Vater in ihm da auch einen guten Bahnbeamten machen. Und so nimmt sein Weg eben nicht einen schöngeistigen, was ihm sehr gut gestanden hätte, er hat gern Literatur gelesen, sondern er geht in diese technische Welt, kriegt Physikunterricht, Matheunterricht. Das ist so ein bisschen so die erste Mal, wo er sich an was reiben muss, was ihm eigentlich gar nicht so nahe liegt. Das ist so erste Station. Zweite Station habe ich sehr grob zusammengefasst: Wien, Weimar und Berlin. Da wird Börries uns einiges nachher noch zu erzählen können. Ich sage nur so viel, er wird in die philosophischen Kämpfe seiner Zeit geworfen, wirft sich da selbst hinein, liest mit 15 Jahren Kant, das ist eigentlich so ein Büchernerd, läuft mit seinem ersparten Geld, wo er Nachhilfeunterricht gibt, an die Bücherläden und kauft sich eben Kants Kritik der Urteilskraft und liest so ein Buch heimlich im Unterricht, indem er da die Seiten einklebt, weil der Geschichtsunterricht so langweilig ist, und ackert da so die deutsche Philosophie sozusagen durch. Also ein richtiger Bücherwurm, und hat es auch sehr schwer mit allem, was sonst vielleicht so ein 15-Jähriger damals wie heute so macht. Wandert dann weiter eben bis Berlin, wo er mit Avantgardisten und in Kneipen abhängt und mit den Literaturzirkeln seiner Zeit, mit verrückten Malern und Okkultisten und so unterwegs ist. Also eine sehr bewegte Zeit, die wir nochmal genauer uns anschauen. Die dritte Phase habe ich genannt Theosophen, Untertitel Die lila Damen und Christus beim Tee. Also er kommt aus einem sehr anarchistischen, wilden Milieu in diesen Berliner Zeiten eigentlich bei den Theosophen an und merkt, das ist das einzige Publikum, was mich versteht, wenn ich von diesem Übersinnlichen rede. Also er hat immer dieses Problem, er liebt die Gegenwart und er liebt Nietzsche und die Philosophen, die es an die Grenze treiben, und den Anarchismus, und gleichzeitig hat er aber diese komischen Phänomene, dass er Sachen wahrnimmt, mit denen er fast mit niemandem drüber sprechen kann.
Und das ist irgendwie so ein ziemlicher Zwiespalt in ihm. Er ist ganz modern und eigentlich wirklich an der avantgardistischen Kultur dran und hat aber diese Veranlagung. Und bei den Theosophen, das sind eher so adelige Damen, beim Tee eben, da findet er plötzlich eine Zuhörerschaft, die das interessant finden, die sich mit Spiritismus beschäftigen, mit was sind Geister, gibt es sowas wie eine Aura, die Reinkarnation und solche Gedanken aus dem östlichen Denken können. Dort findet er jetzt ein Forum und findet selber ein bisschen komisch dieses Milieu, aber er merkt, okay, hier bin ich gefragt und hier kann ich diese Erkenntnisse, die in mir leben, ausbreiten. Das ist eine ganze Phase, 10 Jahre mindestens, die er da verbringt. Dann trennt sich das in der 4. Phase bei den Anthroposophen. Er spaltet sich sozusagen da ab, weil er merkt, eine bestimmte Gepflogenheit, die da lebt und auch eine Selbstgenuss und ein bestimmtes Messiastum, dass sie eigentlich nur auf einen Guru warten, vor dem sie sich verbeugen können, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Das stört ihn und er sagt, ich muss jetzt mein eigenes Ding gründen und mache die Anthroposophie eben aus der Theosophie. Das ist die 4. Phase, die ich bunte Kriegskolonie genannt habe, weil in der Zeit, kurz danach, nachdem er sich trennt, auch der Krieg ausbricht. Er ist dann in Dornach, da wird eine Siedlung eigentlich gegründet, also diese Anthroposophenkolonie mit am Ende mehreren tausend Menschen, die da künstlerisch arbeiten, einen riesen Bau schnitzen. Das ist eigentlich sein Hauptwerk in dem Moment und viele Jahre sein Hauptaufenthaltsort, neben vielen Reisen, von denen wir noch hören. Und die letzte Phase ist immer noch mit den Anthroposophen, also das Label bleibt, auch wenn er das selber immer wieder mitbringt, also dieses gelabelt sein und jetzt auch diese Anhänger haben. Aber man sieht deutlich in der letzten Phase der Jahre, dass eigentlich Zivilisationsfragen auftauchen. Also Menschen auf ihn zukommen, das, was wir eben heute auch kennen. Lehrer fragen ihn, könnten wir die Schule erneuern? Landwirte kommen zu ihm, Heilpädagogen kommen, Mediziner kommen. Alle stellen ihm Fragen, wir haben ihre Weisheiten da gehört. Was können wir denn daraus machen? Und in dieser Phase entstehen eigentlich in kürzester Zeit diese ganzen Impulse, die bis heute 100 Jahre später noch leben. Und das ist diese Phase, alles muss neu werden und wir müssen es jetzt auch wirklich umsetzen, von der Schule bis zur Möhre. Und 1925 fällt der Vorhang recht plötzlich nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Krankheit. Und alle sind eigentlich geschockt, was da noch hätte kommen können. Genau, das ist jetzt mal so im ganz Schnelldurchlauf einmal durchgaloppiert. Und jetzt nehmen wir einen Gang raus und tauchen ein. Genau, wir tauchen mal ein in die Lebensverhältnisse, in denen der Steiner zu Hause ist, um uns ein bisschen klarer vor Augen zu führen, wo der anknüpft. Also wenn ich mich heute fragen würde, wo würde ich irgendwie Spirituelles mit Menschen besprechen wollen, dann ist gar nicht so einfach zu sagen, ja klar, zu denen gehe ich, wenn es die Anthroposophen nicht gäbe. Das ist bei Steiner vielleicht ein bisschen ähnlich. Das gibt um 1900, als er in Berlin ist, viele verschiedene, aber sehr krude Gesellschaften. Und als erstes wendet er sich eigentlich den Arbeitern zu, also einer Schicht, die wir heute vielleicht gar nicht mehr so vor uns haben. Ein Proletariat, was darin besteht, dass tatsächlich der Beruf des Großvaters über den Vater zu einem selbst vererbt wird, weil man darin geboren ist. Also Standesdifferenzen sind noch wesentlich stärker als heute. Die Menschen sind arm, sind in die Stadt gegangen, weil sie dachten, da geht es besser als auf dem Land. Es gibt dann zum Beispiel in Berlin das Phänomen des Trockenwohnens. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da wurden Rohbaugebäude schon mal vermietet zum Trockenwohnen für die, die da eben für etwas geringere Miete schon mal sich einmieten konnten. Überhaupt Schichtvermietung, das kennen wir heute auch nicht mehr, dass man eine Wohnung nachts und tags an zwei verschiedene Menschen vermietet oder an mehrere verschiedene, weil die einen nachts arbeiten und die anderen tags. In dieses Milieu versucht eigentlich Steiner reinzugehen und wird Lehrer an einer Arbeiterbildungsschule. Da war ein genialer Mensch, Wilhelm Liebknecht. Den Sohn Karl Liebknecht kennt man noch so ein bisschen wegen Rosa Luxemburg, die da zusammen waren. Und der Wilhelm Liebknecht hat verstanden, wir können nicht eine Revolution machen, ohne dass die Menschen was gelernt haben. Deswegen machen wir eine Schule. Die dümpelt aber so vor sich her als kleiner Verein. Als Steiner dann kommt, werden das die beliebtesten Kurse. Er unterrichtet hauptsächlich Geschichte dort. Die expandieren sogar, machen in Spandau noch einen zweiten Standort von der Schule, weil es so gut läuft. Und da kommen dann zu seinen Vorträgen abends so 200-300 Menschen, nach 12 Stunden Schichten, noch 9 Uhr geht's los, um sich ein bisschen Kultur abzuholen. Und der Steiner ist sehr guter Lehrer, das wird so geschildert von denen, die auch keine Anthroposophen wurden.
und begeistert sehr, aber er lehrt keine sozialistische Lehre. Und das ist ein Dorn im Auge von denen, die eigentlich diese Schule leiten. Und letztlich muss er gehen. Es gibt noch einen Showdown, da gibt es dann, der eloquenteste Sozialist wird gegen Steiner auf die Bühne gestellt und sie sollen ringen um ein Thema und die ganzen Zuhörer dürfen abstimmen. Und am Ende gewinnt Steiner mit irgendwie 348 zu 12 Stimmen, muss aber trotzdem gehen. Und es ist für ihn, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Momentum, wo er merkt, ich wollte etwas da hereinbringen und es ging nicht. Er ist parallel mit ganz vielen Künstlern zusammen, eigentlich nachts permanent. Also die ziehen so von Kneipe zu Kneipe im Strammen Hund zum Beispiel. Da gibt es dann immer Bier und Suppe. Das ist quasi, man setzt sich hin und es gibt Bier und Suppe, nichts anderes. Und Steiner ist da unter den Literaten und Künstlern, die wir heute noch als die progressivsten der Zeit kennen. Also Käthe Kollwitz beispielsweise, die dort mit ihm zusammen ist. Eine ganze Reihe von sehr interessanten Menschen und er versucht eigentlich auch dort, kann ich irgendwie anknüpfen. Er entwickelt viele Theaterstücke mit, er ist oft bei den Proben dabei, arbeitet als Literaturkritiker für eine Zeitung, gibt die auch heraus, aber er kann auch da nicht so richtig landen. Er ist aber dabei und zwar immer, also er ist bei den Arbeitern dabei, als auch wir auch bei den Literaten. Und dann kommt eine andere Szenerie dazu, die wir heute auch nicht mehr so im Bewusstsein haben, nämlich die feinen adligen Herren, du hast sie kurz charakterisiert, das war eine Welt, sind geboren worden eigentlich mit dem Bewusstsein, ich habe Recht, qua Geburt. Und jetzt mit den Möglichkeiten, die vielleicht, würde ich sagen, heute fast alle wir so auch qua Geburt bekommen haben, nämlich sie haben eine relative Freiheit, was sie machen wollen. Es sind hauptsächlich Frauen, die haben Zeit, sind ernährt, sind versorgt und Steiner versucht anzuknüpfen. Er wird gefragt, also es kommt von außen auf ihn zu und er kann anfangen zu reden und merkt, okay, es gibt ein inneres Interesse nach einer spirituellen Welt. Die ist zwar anders als meine, aber ich kann trotzdem anknüpfen. Und unter denen, die dort seine Kreise bilden, gibt es einige, die auch ein Verständnis zeigen und mit denen es weitergeht. So. In dieses Setting hinein legt er dann doch recht viel Gewicht auch, muss man sagen, was eigentlich überhaupt nicht seins ist. Also meinem Gefühl nach hat er sich wesentlich wohler gefühlt bei den Arbeitern, als bei diesen, was er selber dann Anthroposophas oder Anthropotanten nennt, also so nicht sehr zugänglich. Auch es gibt einen Brief zum Beispiel von einer, die schreibt, ja, in der theosophischen Gesellschaft, diese sozialistischen Jugendlichen, die sollten sie doch besser raushalten, das taugt denen eigentlich gar nicht, ja. Weil gewohnt so im Zirkel, im elitären Kreis ist man doch eigentlich als Adlige mit allen verwandt und so weiter und hält die anderen eigentlich raus. Und dann pflegt man das Spirituelle für sich. Und Steiner hat einen anderen Impuls, er will das eigentlich, wie es in jedem Menschen, für die Welt hinstellen. Das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Aber es ist erstmal der Moment, wo er anknüpfen kann. Und ich habe es gerade schon erwähnt, hauptsächlich Frauen. Das ist auch ein sehr spannendes Motiv bei Steiner im Leben. Schon früh, schon in Wien, ist eigentlich seine Hauptansprechpartnerinnen sind Frauen, mit denen er intensive Beziehungen führt. Eine davon möchte ich herausgreifen, Rosa Mayreder, eine frühe Feministin, die hat sich aus der Familie rausheiraten lassen mit einem Mann, mit dem sie einen Vertrag geschlossen hat. Sie muss keine Kinder bekommen und darf machen, was sie will. Und also sehr modern, würde ich sagen, irgendwie. Und sie ist eigentlich die beste Gesprächspartnerin von Steiner, die ihn versteht in dem, was er so versucht. Und das zieht sich fort. Es gibt dann weiter auch in Berlin einige sehr spannende Persönlichkeiten, mit denen er in Kontakt kommt. Er heiratet tatsächlich auch eine sehr bürgerliche Ehe, die er eingeht. Das hat jetzt mit, ich würde sagen, der modernen Beziehung nicht so viel zu tun. Er ist nämlich Untermieter bei einer Frau in Weimar, die hat 5 Kinder, ist Witwe. Und er geht nach Berlin und sie sind weiter in Kontakt, weil er hat dort auch die Kinder miterzogen, so ein bisschen mitgeholfen. Und sie sagt, also er steckt irgendwie in Trouble, würde ich so sagen. Und sie sagt, okay, ich komme nach Berlin, ich kann mein Haus verkaufen und dafür musst du mich aber heiraten. Und er geht das ein, er versucht es, aber sie sind eigentlich fast nur ein Jahr, wohnen sie zusammen. Das geht dann noch ein bisschen weiter, aber verläuft sich relativ schnell im Sande. Es ist nicht eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber sonst sind die hauptsächlichen Beziehungen zu Frauen tatsächlich interessante Augenhöhebeziehungen. Wenn man schaut in seiner Philosophie der Freiheit, also in einem frühen Buch, da ist es schon ganz klar, die Determination nach Rasse, Stamm, Familie und Geschlecht soll keine Rolle spielen.
Also ein Gedanke, der vor 1900 noch echt revolutionär war. Und diese Ebene mit selbstständigen Frauen, das ist, würde ich sagen, die interessantesten Gesprächspartner für Steiner, mit denen er anknüpfen kann. Später dann, wenn er seine anthroposophische Gesellschaft neu gründet, die gründet er dreimal, also es ist auch nicht so, dass es jetzt auf einmal die super Sache da ist. Da ist dann der Vorstand auch paritätisch besetzt, also es ist auf jeden Fall eine Sache. Auch die Waldorfschule zum Beispiel, damals war dieses koedukative Prinzip, dass also Menschen beiderlei Geschlechts zusammen unterrichtet werden, noch gar nicht Usus. Das war in der Waldorfschule ganz klar von vornherein so. In der höheren Schule war das eigentlich nie so im Gymnasium. Also er hatte da auf jeden Fall Momente, wo das sehr modern war, wo wir heute hinkommen. So. Ja, dieser Rudi, den wir da so versuchen zu charakterisieren, es ist schwierig. Es gibt keine einzige Tonaufnahme von Rudolf Steiner. Es gibt keine einzige Filmaufnahme, obwohl es damals alles davon schon gab. Also ich versuche gerade noch so nebenher im Bundesarchiv jemanden zu triggern, weil es gibt eine Spur, wo vielleicht mal was aufgenommen wurde. Es gab Anfragen vom Radio, aber da hatte irgendein Anthroposoph in der Hauszeitschrift geschrieben, das Radio sei ganz, ganz schlecht, und dann durfte Steiner natürlich dann, konnte dem auch nicht ein Affront geben und beim Radio dann ein Interview geben, sonst hätte er es gerne gemacht. Also er war technikaffin eigentlich, würde ich sagen, aber diesen Menschen zu charakterisieren, ohne die Stimme zu hören, ohne ein Bild oder ein Bewegtbild von ihm zu haben, ist heute für unsere Insta-Generation gar nicht mehr so einfach, den vor sich zu holen. Nämlich, wenn man sich vorstellt, dieser Mensch, der hat ja hauptsächlich Vorträge gehalten, wie war das denn, ohne Mikrofon für ein paar tausend Menschen zu reden? Also es gibt eine Beschreibung als junger Lehrer noch an der Arbeiterbildungsschule in Berlin, wo er zum Gutenberg-Jubiläum, Buchdruck-Jubiläum, irgendwie, weiß nicht, Jahrestag, weiß ich nicht mehr, redet er vor über 7000 Menschen ohne Mikro. Wie soll das gehen? Also er muss geschrien haben, ja, um die zu erreichen. Das war in einem Zirkuszelt und es war schon einbruchsgefährdet, weil so viele dann auf den Rängen auch standen, es konnte man gar nicht mehr sitzen. Also wie hat dieser relativ kleine Mensch, relativ zierlich, es geschafft, qua seines Stimmvolumens so viele Menschen zu erreichen? Und jetzt nicht nur zu erreichen, sondern auch noch zu begeistern. Also er hat nicht geschrien und agitiert und die Menschen sind dann weggelaufen, sondern sind ja ihm sogar zugelaufen. So. Also er hat Erfolg bei den Arbeitern, er hat Erfolg später bei den Theosophen und auch bei den Anthroposophen. Und er ist ein Kulturphänomen in der Zeit gewesen, was wir uns heute auch gar nicht mehr so einfach vorstellen. Also wann war um 1910 ein Deutscher durch ganz Europa gereist und hat überall Erfolg? Wo hatte er keinen Erfolg? Ne? Das ist ja vielleicht interessant auch zu sagen, dass einige seiner Freunde, die da mit ihm in den Kneipen abhingen und eben feministisch, anarchistisch, Nietzscheaner, an Gott zweifelnd, mit ihm da heiß philosophierten, sozusagen in der Phase, also das geht so bis 1900, kann man grob sagen, und kurze Jahre später hören die, da ist dieser Steiner unterwegs, der mit diesen Theosophen abhängt und der tourt durch die Salons und erzählt einen vom Christus und von neuer Spiritualität und vom Hellsehen. Und also da sind viele auch von seinen damaligen intellektuellen Zirkelfreunden sind vom Glauben abgefallen. Was hat der Mann da jetzt für eine Kehrtwende hingelegt? Was ist da passiert? Und das ist, glaube ich, auch ein Bruch, der bis heute in der Rezeption ja sehr, sehr umstritten ist. Ne? Also hat er eine Krise durchgemacht und einfach gemerkt, okay, ich werde nicht so erfolgreich, wie ich wollte. Ah, hier ist ein Publikum, das kann ich einlullen und die wollen halt Esoterik, dann gebe ich denen das. So eine böse Lesart, also böse in Anführungsstrichen, für Anthros hören das nicht so gern. Aber also die Frage ist absolut berechtigt, was ist da passiert, dass der sozusagen sich in ganz anderen Milieus immer wieder in seinem Leben aufhält. Was ist das für ein Geist? Und ich habe in einem Buch, wir haben ja ein paar auch hier, Gary Lachman, Lachman, Engländer. Ja, Engländer, die Rudolf Steiner Story, der, finde ich, charakterisiert das recht schön und beschreibt, dass der frühe Rudolf Steiner eigentlich ein unglaublich empathischer Denker gewesen sein muss. Also der trifft in Wien eine Philosophin, und die brennt für Schopenhauer, für seinen Pessimismus. Und er verabscheut das. Er ist von Goethe geprägt, hat eigentlich so eine positive Grundhaltung und alles ist Einheit und die Natur hängt zusammen. Und dann kommt ihm eine Frau entgegen, die er aber bewundert und die ist Schopenhauer-Fan. Und dann schreibt er einen Artikel, eine Rezension und
lobt sie eigentlich in ihrer Art, wie sie das verarbeitet, wie sie die Tiefen und Schwächen und das Verzweifelnde am Leben so schön hervorkehren kann. Und dann ist sein Lehrer damals, Karl Julius Ströer, der ihn in die Goethe-Welt einführt und ihm auch zu Jobs verhilft als Herausgeber der Goethe-Ausgabe, der ist schockiert und sagt, Steiner, was machst du denn jetzt? Wir sind doch Goethe. Das ist Schopenhauer, das ist die andere Klasse. Und das passiert, merkt man bei Steiner immer wieder. Er begeistert sich für den Nietzsche, der eigentlich mit geistiger Welt und Übersinnlichem und was nach dem Tod ist, das verabscheut Nietzsche. Ne? Er will, dass du jetzt im Jetzt lebst und nicht deine Sehnsucht in eine übersinnliche Welt irgendwo verpflanzt. Und trotzdem, Steiner fängt an, Nietzsche zu lesen, trifft ihn, und also schon geistig umnachtet, und schreibt sogar ein Buch für diesen Menschen. Und so geht es eigentlich weiter. Dann lässt er sich noch auf den Haeckel ein. Das ist so eine Art deutscher Darwin, und der eigentlich eine Evolutionstheorie hinstellt, die völlig auch diametral in manchem ist, was Steiner nachher in der Anthroposophie entwickelt. Aber Steiner kann empathisch sich in diese Gedanken einlassen und wird auch von der Nachwelt jetzt immer noch so gelesen. Was war der denn eigentlich? Also irgendwie hatte der sowas an sich, dass der in die Gedanken der anderen hineinging und das spannend fand, wie die denken, auch wenn er anderer Meinung war. Also wirklich irgendwas empathischer Denker, würde ich das nennen. Und das geht so weit, vielleicht um das mit einer Anekdote zu schließen. Es gab einen Menschen, der als Materialist gestorben ist. Da hat Steiner die Familie sozusagen begleitet. Der hat diesen Menschen gar nicht kennengelernt, hat die Bibliothek dann von dem nach seinem Tod sortiert und durfte dann auch die Grabrede halten. Und die Familie war total gerührt, weil dieser Steiner nur über das Sortieren der Bibliothek diesen Menschen unglaublich gut kennenlernte. Und er merkte dann, der war so ein Kauz, zurückgezogen, nur noch in seinem Zimmer und ist so sehr vereinsamt gestorben. Und Steiner hat dann irgendwie bemerkt, dass er sehr materialistische, in damaliger Zeit gesprochen, Gesinnungen hatte, also das Übersinnliche gar nicht offen stand. Steiner spricht dann davon, dass er ihn aber übersinnlich begleiten konnte, also dass er nachtodlich sehen konnte, was macht diese Seele jetzt. Und dann konnte er sehen, dass dieser Mensch unglaublich regsam im Nachtodlichen, so Steiner, unterwegs war. Also einer, der sich mit materialistischer Wissenschaft und so weiter sauber denkend auseinandergesetzt hat. Und das führte bei Steiner zu dem interessanten Gedanken, dass er sagte, es ist eigentlich nicht so wichtig, was ein Mensch hier auf Erden für eine Theorie einschlägt. Mich interessiert vor allem, also jetzt meine Worte, wie regsam ein Geist ist. Wenn jemand sich ganz stark mit dem Materialismus auseinandersetzt und Wissenschaft und durchkämpft und nein, das kann nicht sein, dann, so Steiner, ist der geistig aktiv und eigentlich für ihn interessant und, so sagt Steiner, auch nachtodlich eigentlich ein lebendiger Geist, der sich gut bewegen kann. Umkehrschluss, alle, die sozusagen Esoterik, so, oh ja, toll, Esoterik, ich muss nicht denken, ich kann schöne Gefühle haben, das fand Steiner eigentlich sein Leben lang sehr, sehr abstoßend und hatte das Gefühl, ich kann mich eigentlich mehr mit Gegnern, die eifrig sind und gegen mich was vorbringen, kann ich mich fast besser auseinandersetzen, als nur den treuen Schafen, die mir nachrennen und sagen, ich will auch Aura sehen, so wie du. Also das mal so ein Wesenszug vielleicht, der recht interessant in seinem Leben so hervortritt. Das geht ja sogar bis dahin, bis 1920 oder weiß nicht genau, anthroposophische Gesellschaft irgendwie voll im Saft, geht richtig was los. Und trotzdem sind die Gesellschaftsstrukturen so schwer, so belastend schwer, dass eigentlich der Steiner merkt, wir können das gar nicht mit dieser Gesellschaft weitermachen. Wir müssen die aufhören. Also es gibt Sitzungen, die gehen dann auch immer bis irgendwann morgens, weiß nicht wann. Und Steiner ist nicht überzeugt davon, dass das wirklich in die Zukunft tragen wird. Also es ist überhaupt nicht so, dass er jetzt seine Organisation gebildet hätte, mit der er voll loslegen konnte. Es hat sich immer wieder peu à peu was ermöglicht, so an einzelnen Stellen. Und einer der Hauptaspekte, warum sich was ermöglicht hat, war, weil der unendlich fleißig war. Das kann man einfach nicht anders sagen. Es gibt Schilderungen, er hat als Hauslehrer in Wien, während er studiert hat, gearbeitet. Und die Jungs, die er da unterrichtet hat, diese Söhne, schildern, wie er mit dem Kaffeepott kämpft gegen den Schlaf, irgendwelche Zahlenreihen aufschreibt damit oder irgendwelche Deklinationen aufschreibt, damit er nicht müde wird, um danach weiterlesen zu können, weil er wirklich exorbitant fleißig war. Ich habe eine kleine Stelle mitgebracht, die ich mal vorlesen könnte, wo ein Waldorflehrer mal beschrieben hat, wie 24 Stunden von Steiner aussahen. Dann kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, weil das kann man sich
wenn man es nicht tatsächlich verbrieft hätte, kaum vorstellen. Er kommt nach 7-stündiger Autofahrt, was damals auch noch keine Autobahn war im heutigen Sinne, sondern eher so eine Holperpiste, kommt er in Stuttgart an, von Dornach kommend, ohne von der immerhin strapaziösen Fahrt auch nur ein Weilchen auszuruhen, sogleich an die Arbeit mit uns. So etwa bis 11 oder halb 12 am Spätabend ging diese Konferenz, in der er mit großer Frische eine ganze Reihe aktueller Schulfragen mit uns behandelte. Schon eine halbe Stunde bevor unsere Konferenz zu Ende ging, begannen sich im Nebensaal die Mitglieder eines anderen Beratungskreises zu versammeln, nachts um 11:30. Es waren vorwiegend Herren, die zu den verschiedensten Zweigen der anthroposophischen Aktivität in Stuttgart gehörten, unter anderem Ärzte, naturwissenschaftliche Forscher, Leiter von Wirtschaftsunternehmen, Finanzleute. Alle diese waren auf 11 Uhr abends bestellt worden. Das machen wir heute eigentlich auch nicht mehr so häufig, ne? Es ging also schon auf Mitternacht, als die neuen Besprechungen begannen. Für sich selbst hatte Rudolf Steiner nicht die geringste Pause eingeschaltet. Er hörte nun mit großer Aufmerksamkeit und Geduld die oft recht langatmigen Berichte der Vertreter der einzelnen Arbeitsgebiete an. Hier und da fügte er eine Bemerkung hinzu. Aber dann begann er von sich aus, ernste Fragen zu stellen, die auf den Kern der Arbeit gingen. Nicht alle Teilnehmer waren begreiflicherweise den Strapazen einer solchen geistigen Nachtarbeit gewachsen, wurden hier und da doch die Augenlider bleischwer oder wurden der Ausdruck mancher Augen seltsam starr und wenig verständnisvoll, dann streute Rudolf Steiner plötzlich eine Anekdote ein. Alle lachten, man war erfrischt. Die Beratungen gingen bis 6 Uhr morgens weiter. Dann erfolgte allmählich der Aufbruch. Dabei ließ sich Rudolf Steiner viel Zeit und wechselte mit dem einen oder anderen noch ein paar Worte. In dieser Situation sah ich, wie der Herausgeber einer unserer Zeitschriften an ihn herantrat und fragte, ob er wohl an den ihm zugesagten Artikel erinnern dürfe. Die neue Nummer des Blattes sei ganz auf diesen Beitrag abgestellt und könne ihn nicht ohne ihn erscheinen. Man wäre dankbar, wenn Herr Dr. Steiner den Artikel in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen könnte. Kommen Sie doch bitte um 7:30 wieder hierher, sagte Rudolf Steiner freundlich. Ich werde ihn gleich anschließend schreiben. Um 7:30 durfte der Redakteur tatsächlich den Artikel abholen. Um 8 stand Rudolf Steiner schon auf dem Hof der Waldorfschule, um sich dann in die einzelnen Klassen zu begeben und dort dem Unterricht beizuwohnen. Von der Schule aus fuhr Rudolf Steiner um die Mittagszeit zu einer Klinik, die von anthroposophisch orientierten Ärzten geleitet wurde. Dort hatte man sorgfältig auf seinen Besuch sich vorbereitet und führte nun einige der schwierigsten Fälle vor. Mit wenigen Worten und zugleich mit ungewöhnlicher Konkretheit gab er in konsultativer Art seine Anregungen und Hinweise. So wurde es Nachmittag. Zu dieser Zeit hatten sich unten in der Stadt die Mitarbeiter des Wirtschaftsunternehmens der kommende Tag bereits versammelt. Wieder, ohne eine Pause einzuschalten, kam Rudolf Steiner zu diesen Freunden und sprach äußerst komplizierte finanzielle Fragen mit ihnen durch. Auch das ging stundenlang und der Abend kam. Rudolf Steiner fuhr nun eben zu seiner Stuttgarter Wohnung, um kurze Zeit nachher das Podium im großen Vortragssaal des Gustav-Siegler-Hauses zu besteigen. Dort waren nicht nur alle Sitzplätze längst vergeben, sondern die Zuhörer standen noch aneinander gedrängt an den Wänden vor dem Podium dicht unter dem Rednerpult. Mit der Frische und Elastizität eines Jünglings hielt nun der damals bald 60-jährige Rudolf Steiner einen 1,5 Stunden dauernden öffentlichen Vortrag, in dem die schwierigsten geistigen Fragen mit all der Kraft, mit all dem Feuer und mit all der Menschlichkeit dargestellt wurden, von denen ich an der anderen Stelle schon gesprochen habe. Wie viele von den Anwesenden ahnten wohl, dass eine mehr als 24-stündige, pausenlose, schwere Arbeitszeit auf ganz anderen Gebieten diesem völlig freigehaltenen Vortrag vorangingen? Wie viele hätten es auch nur geglaubt, wenn man es ihnen erzählt hätte? Nach dem stürmischen Beifall gibt es eine etwas ruhigere Essenspause. Dann warteten schon eine Reihe von Menschen, die zu den Einzelgesprächen sich angemeldet hatten und vorgemerkt worden waren. Diese Gespräche gingen wieder bis in die Nacht. Wann hat er geschlafen? Was hat er eigentlich gemacht? Es ist für mich kaum vorstellbar, diese unglaubliche innere Kraft, dieses Feuer, mit dem er vorwärts geht. Aber letztlich, wenn man dann genauer schaut, kann man sehen, deswegen gibt es all diese Dinge in der Welt, weil der nicht aufgehört hat, weil er etwas wollte und unabdingbar gemacht hat. Und das ist ein Charakterzug, der heute doch, würde ich sagen, sehr spannend ist, zu sehen, wenn man sich anstrengt, dann geht auch was. Der hat ja immerhin Dinge in die Welt gebracht, die noch nie jemand davor in die Welt gebracht hat, die auch heute international sehr, sehr stark präsent sind, aus dieser Individualität, aus einer Person heraus die Kraft geschöpft und sich dann verbunden mit manchmal den Richtigen, häufig mit denen, die es irgendwie dann auch aufgenommen haben. So, das ist auf jeden Fall ein Charakterzug. Ich habe noch eine zweite kleine Stelle mitgebracht, die ich auch gerne vorlesen wollte, weil so ein bisschen plastisch daran werden kann, was der Steiner
so als Arbeitshaltung hatte. Weil wir haben ja häufig das Gefühl, oder mir geht es so, ich habe das Gefühl, diese Anthroposophen, die sind so ein bisschen schleierhafter, ein bisschen weicher und nicht, stehen nicht so in der äußeren Welt. Und er hat in Berlin mit verschiedenen Menschen zusammen in einem Haus gewohnt, eigentlich so ein WG-Typ sein ganzes Leben. Also auch bürgerliche Ehe, das war gar nichts für ihn. Und in dieser WG, in diesem großen Haus, da ging es folgendermaßen zu. Das beschreibt jetzt Andrei Bierli, ein russischer Literat. Die Hausbewohner unter und Übersteiner hasten in ständiger Eile von Stockwerk zu Stockwerk. Mit Papieren und Durchschlägen, Klappern auf Schreibmaschinen und Telefonieren. Mein Eindruck, die Wohnung Steiners steht immer offen. Sie wirkte wie die Zelle einer Kommune, wo man keinen Wert auf Komfort legt. Jede Minute ist verplant und Aufgaben, 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 Aufgaben. Hier wird Korrektur gelesen, dort werden Eintrittskarten für einen Vortrag verteilt, dort die Bücher ausgegeben, hier wird die Korrespondenz erledigt und zwischendurch etwas richtiggestellt oder irgendjemand geholfen. An diesen verflochtenen, aufgeschreckten Wohnungen vorbei, die atemlos jungen Damen mit der Arbeit aufhalten, strömen, strömen und strömen all jene, die sich zu einem Gespräch mit Steiner angemeldet haben. Menschen, die diesem brodelnden Leben eigentlich fremd sind. Sie kommen wie zur Beichte, in höchster Aufregung und die meisten sind überrascht. Statt der erwarteten Feierlichkeit empfängt sie lautes, brodelndes Leben, das ihnen zeremoniell widrig vorkommt. Und plötzlich, direkt vor der Nase, wird die Tür dieses geheimnisvoll einfachen Zimmers blitzschnell geöffnet, völlig geheimnislos. Und es erscheint der Doktor, also Herr Steiner, ein wenig zerzaust mit dem blassen Gesicht und geleitet, vollendeter Kavalier, charmant und weltmännisch eine Dame. Also da in diesem Setting hat er auch gearbeitet, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, das war jetzt nicht eine Profi-Organisation, sondern es war, Leben und Arbeiten waren schon verzahnt, wie man das heute so in dem Work-Life-Balance sich vielleicht erträumt. So hat es damals im Prozess alles stattgefunden und Steiner darin wie die treibende Kraft und gleichzeitig der, der natürlich auch den Inhalt liefert. Vielleicht ist es interessant, sich noch einmal zu fragen, also eben, was ist da passiert? Wo hat dieser Mensch diese Kraft her? Und welchen Weg ist er vielleicht auch innerlich vorher durchgeschritten, bevor sich da dieses entfaltet hat, was vor allem in den letzten Jahren, also der Alltag, den du geschildert hast, diese unglaubliche Produktivität, die ist auch vor allem in der zweiten, also in diesen Teilen hier dann hervor. Er war vorher auch fleißig und hat viel gearbeitet, aber da gibt es auch Phasen, wo man das Gefühl hat, er sitzt mal jahrelang in Weimar in diesem Goethe-Archiv und sitzt zwischen diesen Büchern und am Anfang ist er begeistert, sich in Goethe hineinzuarbeiten, findet bei Goethe eben eigentlich die Lösung für seine philosophischen Probleme. Aber irgendwann erdrückt ihn auch diese Last dieser Bücher und in den kleinen Anekdoten und Aufzeichnungen von Goethe zu wühlen und muss sich von diesem Staub eigentlich wieder befreien. Und was passiert da jetzt sozusagen, dass dieser Mensch es schafft, irgendwas in sich hervorzubringen, dass er merkt, hier habe ich eine Quelle, hier kann ich Neues schöpfen. Das ist, glaube ich, eine Frage, wo man ein bisschen innerlich mal probieren kann, ja, was ist es denn, dieses Anthroposophie, was da durch ihn auch in die Welt kommen kann? Und man muss sich klar machen, dass er bei Kant diese Grenzen der Erkenntnis, die da philosophisch eigentlich aufgezogen wurden, also der Mensch kann eigentlich nicht erkennen, er kann nur eine bestimmte Illusion der Welt aufnehmen. Das ist damals eigentlich in der Wissenschaftswelt Usus und ist bis heute in bestimmten Kreisen ja immer noch tragendes Gebäude. Das löst sich natürlich jetzt in Quantenphysik und alles Mögliche gerade auf. Aber das ist damals etwas, wo Steiner eben, dem weicht er nicht aus und sagt, ich sehe ja Verstorbene, das ist mir irgendwie als Kind mitgegeben worden. Ich glaube da nicht dran, sondern er geht in diese harte Gedankenschule rein, lehnt auch sozusagen gedanklich einmal dieses ganze Göttliche und Religiöse einmal komplett ab, um dann wie durchzubrechen. Also wenn man zum Beispiel schaut, was für ein Verhältnis hat der Steiner zur Kirche oder zu Christus, dann ist das von einem totalen Wandel. Ne? Also wirklich, wo man Schriften liest in der Frühzeit, wo er das angreift, wo er wirklich sagt, das ist eine Verdummung, die in der Religion liegt. Und Jahre später beschreibt er mit so einer innerlichen, seelischen Stimmung, dass dieser Christus sozusagen, ja, als irgendwas bei ihm öffnet sich und er versteht, dass da eine Kraft ist, die man eigentlich in Freiheit und Liebe übersetzen kann. Also er spricht da auch ein paar Mal von und sagt, wenn er Christus meint, dann meint er eigentlich sowas wie, du kannst ein freier Mensch werden, der unabhängig dasteht und gleichzeitig dich nicht verlieren und mit den anderen Menschen in Kontakt bleiben.
Also schaffst du es, die Liebe und die Freiheit des Individuums in deiner Seele gleichzeitig zu tragen? Das meint er mal an einer Stelle, ist sozusagen aufgelöst, der Christus im Begriffen. Also er muss sozusagen wirklich begrifflich, gedanklich sich durch all das durcharbeiten und dann kann er auch zu diesen spirituellen, religiösen Begriffen seinen eigenen Zugang finden. Und ich glaube, das ist so ein Merkmal, was ihn sozusagen ja, zu einem Menschen macht, der die westliche Spiritualität ein Stück weit wieder ein Update gibt. Also Peter Sloterdijk hat das mal so schön gesagt, der Steiner ist eigentlich ein Antennenmensch. Also ein Mensch, der die Antennen in die Senkrechte wieder aufschlägt. Und deswegen wäre der so wertvoll für uns, weil er das geschafft hätte, sich selbst aufzurichten und die ganzen geistigen Fragen, die es gibt, durch ein Individuum durchzuführen. Also eigentlich nicht jemand, der der theosophischen Gesellschaft oder den theosophischen Schriften nachrennt, sondern einmal selber in den ganzen Gedanken eintaucht, um es dann ja, wie neu zu schöpfen. Gleichzeitig kann man da vielleicht ergänzen, dass wenn man sich so ein bisschen mit der steinerschen Biografie beschäftigt, kann man deutlich sehen, es ist überhaupt keine Lehre, die er jetzt rausgibt und wir müssen sie einfach studieren, dann sind wir es auch, sondern es ist ein permanenter Prozess, den er versucht, auf verschiedensten Ebenen anzuregen. Also um ganz persönlich zu sprechen, gibt es Sachen in diesen anthroposophischen Schriften, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist für mich wirklich fremdes Land und es gibt anderes, damit verbinde ich mich und das hat einen positiven Impuls auf mich, wo ich mich gerne mit verbinden möchte. Und so, glaube ich, ist ganz vieles sehr unterschiedlich, weil es doch sehr personell oder sehr individuell gegeben war, was nicht einer ganzen Lehre oder sowas, einem Lehrgebäude entspricht. Es gibt so eine Aussage, wo er sagt, ich lehre gar nicht, ich erzähle nur. Also das ist für mich ein Charakter, der eigentlich ganz angenehm ist, so anzunehmen, diesen Erzählungen zu lauschen und schauen, auf mich zu schauen, wie resoniert das mit mir und nicht den Fokus bei dem Guru zu haben, der jetzt sagt, wie es geht. So. Das ist ein Charakterzug, der lässt frei in gewissem Sinne. Genau, da gibt es die Sprüche, die von ihm überliefert sind, dieses Ich will nicht angebetet werden, ich will verstanden werden. Oder wo Dinge deutlich werden, wo Menschen zu ihm kamen und sagten, ja, sie haben ja gesagt, man muss Vegetarier werden. Das wäre ja für die geistige Entwicklung gut. Und er dann meinte, nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn man kein Fleisch mehr isst, dann kann das mit dem Meditieren bei manchen Menschen besser klappen. Und dann beschreibt ihm eben ein Mensch und sagt, ich habe immer so einen Hunger auf Steak und ich will aber ein guter Meditierender sein. Und was soll ich denn jetzt machen? Ich denke aber dauernd an Steak. Und dann meint eben Steiner zu ihm ganz lapidar, ja, also Steak essen ist besser als die ganze Zeit Steak denken. Also diese typischen Umkehrungen, wo er eigentlich, oder in Dornach, wo er natürlich auch angehimmelt wird von allen möglichen und dann da spazieren geht und wieder kommen irgendwelche Anhängerinnen und zeigen die Enkelkinder und fragen ihn so schnell beim Spazierengehen, könnten Sie mal sagen, Herr Steiner, Sie können ja karmisch die Vergangenheit sehen, wer sind denn die beiden? Und er geht nur im Vorbeigehen eigentlich so, ja, Goethe und Schiller, viel Spaß und läuft weiter. Und also durchaus jemand, der auch den Humor hatte und immer wieder das gebrochen hat, was er scheinbar so gepredigt hat. Also es wurde viel auch sehr predigend aufgenommen und er musste es dann selber auch immer wieder so wie ein bisschen brechen. Ne? Genau. Es ist ja heute so, dass irgendwie der Zeitgeist uns mitgibt, dass wir gar nicht mehr ertragen, dass einer da war, der besonders war. Deswegen sucht man dann, wo war irgendwas doch nicht so gut. Das können wir jetzt gerade bei Beuys sehr gut beobachten, wie das passiert. Oder auch bei Sophie Scholl, wo jetzt doch ganz deutlich wird, dass doch Nationalsozialismus im Vordergrund stand und nicht darauf geachtet wird, dass eigentlich die Umkehr das Besondere war, das nicht dabei bleiben, sondern was Eigenständiges entwickeln. Und bei Steiner ist das ja auch im vollen Gange. Also wir gehen zu auf 2025, wo wir dann 100 Jahre Steiner nicht mehr bei uns haben. Und da wird natürlich das ein oder andere auftauchen, was irgendwie im heutigen Licht sehr unangenehm ist anzuschauen. Für mich ist das aber gar nicht so interessant, sondern interessant ist das, was er gemacht hat und das, wo ich ihn begegnen kann, wo ich merke, da ist einer, der eine Kraft in die Welt bringt, die ich an mir selber eigentlich auch trainieren möchte, an die ich auch weiterentwickeln möchte. So. Ich habe gehört, wir dürfen Fragen auch beantworten. Wir haben nämlich auch bei F&A online kann man Fragen stellen und hier kann man einfach so Fragen stellen. Da sind wir gerne bereit. Wenn jemand was wissen möchte, ich habe jetzt zigtausende Seiten Sekundärliteratur gelesen, die alle Steiner beschreiben. Und wenn man so ein bisschen wegnimmt, dass sie so den Bückling vor ihm machen, dann ist auch manches interessant dabei. Gerne erzähle ich noch ein bisschen davon, wenn ihr Fragen habt.
Ja, also ich würde sagen, vor Ort first. Das ist wie wenn ich bei jemandem zu Besuch bin und das Telefon klingelt, dann ist das wichtiger als mein Besuch. Wieso eigentlich? Ich habe zur Überbrückung, sonst braucht ihr online noch einen Moment? Wir müssen ein bisschen gucken, ne? Die Bewunderung, die wir beide auch teilweise für ihn haben, aber auch Zeitzeugen, man muss das mal ein bisschen ausgleichen. Ich habe hier nochmal einen sehr starken Bewunderer. Hast du noch einen Kritiker? Ich finde es schon gut, wenn wir beides. Genau, also Hermann Hesse ist jemand, der ihn eher ablehnt, das ist sehr spannend. Albert Steffen ist mit Hesse, Hermann Hesse ist wahrscheinlich den meisten Begriff, diesen Siddhartha im Roman geschrieben und einige Werke. Damals ein sehr, sehr wichtiger Schriftsteller für die ganzen Wandervogelbewegung, hat die Jugend sehr impulsiert und wurde oft dann angesprochen, ihre Ideen, das klingt ja wie von dem Steiner. Nein, 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 von dem halte ich gar nichts und halte mich von dem fern. Und er sagte auch zu seinem Schriftstellerkollegen Albert Steffen, seit du mit dem abhängst, wird deine Literatur immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, du schreibst dem seine Gedanken nur noch ab und tust die in Kunst kleiden. Und also das ist interessant, dass so eine Größe, Kulturgröße auch merkte, der Steiner, der hat was Faszinierendes. Ich habe wahrscheinlich auch ähnliche Gedanken. Also der Bewusstseinsbegriff zum Beispiel bei Hesse und bei Steiner, den man im Siddhartha auch sieht, dieser Mensch, der sich durch alles durchentwickeln kann, der mal Spieler sein kann und voll verloren und dann ganz, ganz strenger Mönch. Das ist eigentlich dem Steiner und seinem Bewusstseinsbegriff ganz, ganz nahe. Aber der Hesse stellt sich ganz fern und sagt, ich darf diesen Menschen nicht so nahe kommen. Der macht mir nämlich mein künstlerisches Individuum kaputt. Also das kann man auch beobachten, dass Menschen so um Steiner herum so ein bisschen ihre Eigenkraft auch verlieren konnten, weil der so inspirierend war. Ein Mensch gibt es aber eben, der ihn sehr, sehr interessant fand. Das war Albert Schweitzer. Der hat ihn in jungen Jahren getroffen und schreibt dazu, eine lebhafte Aussprache kam alsbald in Gang. Also die saßen bei so einem Abendessen nebeneinander. Einer von dem anderen erfuhren wir, dass wir uns als Lebensaufgabe dasselbe vornahmen, sich um das Aufkommen der wahren, vom Humanitätsideal beherrschten Kultur zu bemühen und die Menschen dazu anzuhalten, wahrhaft denkende Wesen zu werden. In diesem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit verabschiedeten wir uns. Ein Wiedersehen war uns nicht beschieden, aber das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit blieb. Ein jeder verfolgte das Wirken des anderen. Rudolf Steiners hohen Gedankenflug der Geisteswissenschaften mitzumachen, war mir nicht verliehen. Ich weiß aber, dass er in diesem so manchen Menschen emporriss und neue Menschen aus ihnen machte. In seiner Jüngerschaft sind hervorragende Leistungen auf so manchem Gebiet vollbracht worden. Also Albert Schweitzer, der nachher den Friedensnobelpreis bekam, wollte Steiner dafür auch vorschlagen. Also eine ziemlich Kulturgröße, die da durchaus auch eine Begegnung hatte und seinen Hut zog und sagte, toller Kerl gewesen. Und genau. Wir könnten abschließend, ich könnte probieren, das nochmal noch kürzer zusammen, vielleicht kann man sich das dann mitnehmen und merken. Das ist aber nur ein Vorschlag, und zwar ein Freund von mir, Bode von Plato, hat öfters über das Leben von Steiner nachgedacht, und der hat eine Viergliederung sozusagen, wenn man das Werk von Steiner sich anschaut, hat er entwickelt, wo er eben meinte, man kann eigentlich sagen, diese erste Phase, wir nehmen die Kindheit jetzt mal mit, ist Philosophie. Also, da probiert Steiner wirklich über die Gedanken, das Denken durchzukriegen, den Individualismus eben zu etablieren und in sich die Lösungen für die Weltprobleme zu finden. In der Philosophie der Freiheit alles wunderschön dargestellt. Also keine Regeln und Gesetze, die für alle immer gelten, sondern für jede individuelle Situation muss jeder Mensch seine eigenen Regeln wieder ausloten. So ganz kurz gefasst. Philosophie sozusagen als eine erste Werkphase. Dann ist das Zweite, dass er probiert, die Spiritualität zu erneuern. Also Spiritualität, Neugriff und auch für Mitteleuropa, für den Menschen, die sozusagen jetzt hier mit einer Geschichte von Platon und den Griechen und Goethe und so weiter herkommen. Wie kriegen wir diese ganze Gedankengeschichte mit dem, was aus dem Osten an Weisheit zusammenströmt? Wie kriegen wir das übereinander? Wie kriegen wir das zusammen? Also eigentlich eine spirituelle Erneuerungssuche. Das Dritte ist, dass er dann merkt, oh Gott, jetzt verbeugen die sich alle vor mir und ich bin der Lehrer, der Guru. Also er gibt ja auch Meditationen und berät, und er merkt, oh Gott, das wird mir eigentlich alles ein bisschen zu anbeterisch. Und dann kommt eine Phase, wo er die Kunst ganz in den Mittelpunkt seines Lebens stellt. Also er schreibt dann Theaterstücke, wo diese
wo diese Lebenswege von Menschen gezeigt werden, wie individuell die sind, dass er eben merkt, die Leute fangen an, Regeln von mir zu verlangen, wie man leben soll, wie viel man essen soll. Und er meint eben, nein, das muss ganz individuell werden. Und baut in Dornach mit anderen zusammen diesen Bau, die Eurythmie wird entwickelt. Also es gibt eine ganze Phase, wo man sagen kann, die Kunst tritt hervor und wird eigentlich zum Hauptleitstern und ist das beste Mittel, um zu individualisieren, ganz individuelle Zugänge zu erzeugen. Genau, und das Letzte ist eigentlich, wie es hier schon steht, der zivilisatorische Impuls, wo es dann in die Praxis kommt. Und das Interessante bei dieser Phase ist ja, dass die Menschen alle kamen zu ihm. Er hatte ja schon Ideen, 1907, spricht er schon mal zu diesen Theosophinnen eben, wir könnten auch eine Schule, man könnte auch für Kinder was machen. Und dann kommt nach dem Vortrag aber keiner und sagt, ja, mein Enkel, hier ist Geld, lass uns mal loslegen. Nein, das dauert bis 1919, bis Emil Mold kommt und sagt, hier, ich habe Arbeiter in Stuttgart da und die bräuchten doch irgendwie eine gute Schule. Und dann kann er loslegen. Also auch ein interessantes Schicksal, dass er irgendwie wartet, bis die Menschen die Fragen stellen. Und dann gehen diese Früchte los, die sozusagen in den ganzen Lebensfeldern bis heute wirken. Das waren immer Fragen von einzelnen Menschen. Es kommt dann so weit, dass am Ende 1924, er kommt gerade von einer Reise aus England zurück, ist ziemlich geschwächt. Seine Ärztin sagt, er soll sich erstmal zurückziehen. Er entschuldigt sich, dass er krank ist und noch nicht weiß, ob der Kurs morgen starten kann. Und dann kann man sehen im Nachhinein, es sind genau 3 Wochen, die ihm noch bleiben, bis er seinen letzten Vortrag hält. Und er hält in diesen 3 Wochen über 70 Vorträge. Das fängt dann an, morgens 2 Stunden Vortrag, dann gibt es Besprechungen, dann kommt Nachmittag, also bis zu 5 Vorträge am Tag. Dann gibt es noch einen, der soll französisch übersetzt werden. Er soll morgens bitte dann noch die Notizen geben, damit das flüssiger übersetzt werden kann. Die schreibt er nachts dann auch noch auf, was er dann sagen wird. Also es ist nicht vorstellbar, wie das zu leisten gewesen sein muss. Und es sind jetzt nicht Vorträge, bei denen er jedes Mal das Gleiche erzählt, sondern das sind grundlegende Vorträge zu Themen, die 100 Jahre später Früchte bringen, wo damals der Samen gesetzt wurde, mit Gedanken, die noch keiner davor gedacht hatte. Für mich kaum vorstellbar, aber damit umzugehen, macht auf jeden Fall Interesse und spannend, sich damit zu beschäftigen. Vielen Dank.